Wiederum quasi über Nacht erreicht man den im Süden von Belize angrenzenden Nachbarstaat Honduras, welcher mit der vorgelagerten Insel Roatán über ein hochinteressantes touristisches Ziel verfügt. Bereits bei der Anfahrt genießen wir den Anblick der üppig grünen, hügeligen Landschaft der langgestreckten Insel. Die interessantesten Eindrücke von Roatán versprechen wir uns von einem Treffen mit Elke und Jörg, die die Insel zu ihrer neuen Heimat erkoren haben und Tagesausflüge für deutschsprachige Touristen anbieten. Wir sind die Elke und der Jörg und wir wohnen hier auf Roatán seit 11 Jahren, machen Touren für deutsche Kreuzfahrer und sind ganz glücklich hier. Ganz im Sinne seiner Worte steuert uns Jörg gut gelaunt in Richtung Osten durch die durchweg tropische Szenerie der Südküste. Ein erster Stopp an einem Mangrovengürtel zeigt, weshalb Roatán zu Recht als Naturparadies bezeichnet wird. Gleich nebenan befindet sich ein sehenswerter kleiner Tierpark, wo Faultiere und andere Exoten mit offensichtlichem Wohlbehagen den direkten Hautkontakt mit den Besuchern aufnehmen. Ich habe gleich zwei Vögel. Auf der Weiterfahrt in Richtung Inselzentrum gewinnen wir immer mehr an Höhe, bis wir einen lohnenden Aussichtspunkt erreicht haben. Und von hier sieht man beide Seiten der Insel. So schmal ist diese Insel. Vor der Weiterfahrt informiert uns Elke anschaulich über den weiteren Verlauf der Inseltour. Das ist das zweitgrößte Dorf, Los Fuertes. Fahren wir zurück, um dann hier abzubiegen und auf die andere Seite zu fahren, Sandy Bay. Dort ist auch der Botanische Garten und danach West End. Während sich die Inselhauptstadt Cocks and Hole absolut am traditionellen Baustil orientiert, findet man außerhalb durchaus auch Beispiele kolonialer Prachtarchitektur. Nachdem uns der weitere Verlauf der Fahrt immer weiter in Richtung Westen gebracht hat, biegen wir schließlich auf einem kleinen Nebensträßchen mitten in den dichten Dschungel ein. Hier besuchen wir einen 16 Hektar großen, höchst liebevoll gepflegten Tropengarten, der uns schon auf den ersten Blick in große Begeisterung versetzt. Ein Spaziergang durch dieses Areal gleicht einer Erlebnisreise für alle Sinne.
wilden Orchideen. Die haben dann ganz, ganz kleine Blüten. Noch ganz verzaubert von den nachhaltigen Eindrücken begeben wir uns nun in den nicht ohne Grund West End genannten Badeort, wo man sich mit einigen originell gestalteten Anwesen auf den Strandtourismus eingestellt hat. Per Wassertaxi nähern wir uns nun dem erhofften Traumstrand und einer wohlverdienten Badepause. Ein letzter Blick über die prächtige Inselvegetation rundet unseren Aufenthalt auf Roatán ab.